Das habe ich nicht geschafft. Ich hatte euch Pech gehabt wieder mal. Naja, was soll's. Jo, dann habe ich's versucht. Es hat nicht geklappt. Dann versuchen wir halt was anderes. Schade. Rang S. Also, erste Runde ging, aber die zweite Runde, die haben so viel AOE-Schaden gemacht. Das war nicht schön. Das war gar nicht schön. Dazu kann ich leider nichts wirklich Großartiges sagen. Es ist traurig. Ich dachte, wir schaffen das. Da muss ich wohl noch trainieren. Ich würde es gerne abschließen. Da ist mein Level tatsächlich zu niedrig. Die haben ja knapp 150 Schaden manchmal gemacht, ey. Und dann beide außer, oh, beide dann down. Ich weiß gar nicht, was für ein Level die haben, ne? Das weiß man gar nicht. Ja. Naja, jetzt muss ich irgendwie hoffen, dass es langsam mal Tag wird. Wenn nicht, dann muss ich in den Scoutposten rein, obwohl ich das ungern machen möchte. Aber was nicht geht, geht nicht. Da muss ich halt nach Mamumba wieder per Hand reisen. Normalerweise würde ich jetzt Teleport benutzen und dann bin ich schon wieder da. Aber es wird gerade nicht Tag, oder? Irgendwie hat man eine Ansatzweise, irgendwie eine Vorstellung, ob Tag wird? Nö. Schade. Aber von hier aus nach Mumba sollte eigentlich kein Problem sein. So, dann einmal bitte rasten. Und dann versuchen wir jetzt, hoffentlich wird das kein Fail, den Giant anzuwerben. Und diesmal halt normal. Wir haben zweimal Konzentrator und Nachschlag. Schade, dass er nicht so... Doch, der ist sofort so da. Sehr schön. Wundervoll. Komm mal her, mein Freund. So, jetzt Konzentration. Wir machen Befehle. Konzentration. Du greifst einmal ihn an und Konzentration. So, dann Konzentration. Megastärkung, Konzentration. Ich bin sehr gespannt, wie viel Prozent wir erreichen werden. So, all das weicht aus. Okay, weiter geht's. Konzentration. Sandsturm. Und Konzentration. Verzweiflungsangriff, wow. Wow. Gepäck. Stärker als Mai. So, Konzentration. Sandsturm und nochmal Konzentration. Ich hoffe mal, dann überlebt Sayuri irgendwie. So, war das jetzt 100? 100, okay. Was passiert jetzt? Greift an, er greift
ihn an, er hat keinen Schaden, das ist gut. Jetzt geht's los. Anwerbversuch. Zwölf? Wow. Okay, das kommen wir auf 14. Und 24. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Nein. Alter, warum immer den Heiler zuerst? Ich kann den nicht wiederholen, oder? Doch, kann ich. Eigentlich will ich Yggdrasil-Blatt eigentlich... Ach, oh, ich habe drei Stück. So. Hatte ich eigentlich nicht vor, hier zu benutzen. Aber der rastet aber hier völlig aus. Und geht auch nur auf den Heiler. Geh doch mal auf jemand anders. Mit deinem Verzweiflungsangriff hier, ey. So. Konzentration. Wir machen nochmal eine Mega-Stärkung. Und Wiederholungsheilen erstmal. Dann haben wir schon mal 20. So, halte ich mal jetzt langsam hoch. Wow. Ich wollte gerade sagen, hör auf mit dem Scheiß. Schon wieder. Konzentration. Macht man einzelne Stärkung. Und wir machen jetzt nochmal eine Mittelheilung. Wir heilen jetzt erstmal hoch. So. Hör doch auf. Geh doch mal weg von Sayuri. So, Konzentration. Muss ich da Juri natürlich noch die Konzentration hochballern. Der fängt jetzt erst an. Kommt null Schaden. Wir wehren ab. Die Konzentration sollte eigentlich bleiben. Er startet einen Verzweiflungsangriff. Okay. Abwehren. Abwehren. Konzentration. So. Abwehr sinkt. Dann Abwehr. Mega-Stärkung. Und Konzentration. Dann gibt es noch einen Anwerbversuch. Ich glaube, den zu bekommen, das ist nicht einfach. Aber vielleicht haben wir jetzt gleich Glück. 20%. Ist ja nicht schlecht. So, Anwerbversuch. Wieder 12. Ein Crit wäre gar nicht mal so schlecht. So, 14 und nochmal 10%. Okay, nochmal 24. Okay, nee. Ein Giant will nicht. Giant will nicht. Okay. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's wirklich versucht. Bei mir will der Giant einfach nicht kommen. Und, ja. Dann ist es halt so.
Er ist nicht einfach zu rekrutieren. Was soll's? Ich hab's versucht. Ja, wir gehen nach hinten hin. Wir werden jetzt die letzten zwei Monster, die mir noch im, die ich noch nicht geholt habe, auf Mamumba holen und dann geht's mit der Story weiter. Er hatte keine Lust, also was soll ich dazu sagen? 224% und dann. Ich hätte es natürlich noch einmal versucht, wenn natürlich analysiert die Lage käme. Aber war nicht. Und jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Also vielleicht mit dreimal Konzentration und mit höher geleveltes Monster. Mit mehr Angriffskraft oder so, dann hoffe ich mal, dass man so auf die 30% kommt. Und einen Rang S kann man ab dem Zeitpunkt, wo man auf Momomba angekommen ist, tatsächlich schon machen. Also den Kopflosen. Wenn man als Zutritt von beiden Seiten hat, wenn man den ganzen Gedöns da gemacht hat, dann kann man Rang S machen, weil dann hat man alle Monster, die man braucht. Auf Halucia zum Beispiel den kleinen Reiter, dann braucht man einen Phantomfechter, den bekommt man ja hier in Fermentieren A, also Nord, auf der Sonnenseite, auf jeden Fall direkt am Anfang direkt. Der Gallenreiter, wie entstand der nochmal? Der kleine Dämonreiter. Und da war noch was. Da war noch was. Der kleine Dämonreiter. Weiß es gerade nicht, aus wenn. Ich habe es gestern gemacht, aber. Weiß nur, der kleine Dämonenreiter. Und noch was. So, die haben wir noch gar nicht. Ist mir aufgefallen. Die Käferknilche. Überlegen, ob man einen Rang erstmal so nicht noch früher bekommt. Ich weiß, durch einen Geist, also auf Novizia und mit dem Hopsa kriege ich auch einen Phantomfechter. Ich habe die besiegt, ne? Wieso habe ich nicht auf Unwrap? Habe ich auf Unwrap gedrückt? Ja. Bin jetzt gerade voll überlegen gewesen, was das nochmal für Monster waren. Hat es jetzt gerade tatsächlich nicht geklappt? Weicht aus, hör auf auszuweichen. Fast 50%. Ja. Sehr schön. Ich war gerade, ich habe glaube ich nur auf A gedrückt. Hahaha. Ich guck gleich nochmal, ob ich nochmal Gallenreiter habe. Vito, ab in den Zwinger mit dir. Okay.
Dann muss ich Nacht haben. So, jetzt gucke ich mal eben schnell. Habe ich noch einen Galgenreiter? Den ich auch sehen, nochmal ja, ist okay. Anzeigen. Wo ist die Liste da? Okay, hier sieht man uns auch nochmal. Karma und Dingens zum Stiefelhopser, also zum Dingens. Genau, Murky, also man braucht einen Dunkelschleimritzer, den kriegt man auf Apokalypsia. Und der Galgenreiter, das sehe ich glaube ich von hier aus nicht mehr. Und da seht ihr auch einen Taran und einen Klingling oder irgendwas, was materiell ist, bekommt man eine lebende Statue, also auch recht einfach. Ich glaube, sieht mir nicht danach aus. So, Schleim. Nee, den Gallenreiter. Okay, nee, habe ich nicht mehr. Den hatte ich auf den anderen Stand gehabt, wo ich einen Fehler gemacht habe. Okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, man kann Rang S, glaube ich, einen kopflosen Reiter sehr früh machen. Habe ich jetzt gerastet? Nein. Ja. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal Synthese-Tutorials, also jemand zu was kommt. Natürlich mit eurer Hilfe und ich mache das als, ihr macht das quasi als Theorie und ich mache das als Videoform. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Es gibt kaum welche, die wirklich gut waren, wenn dann alle so mit einer, ja, nicht wirklich detailliert oder so. Echt merkwürdig. So, wo war das denn? War das... Das könnte bei einem so einem Wolf kommen. Und zwar die Riesenmotte. Komischerweise habe ich sie tatsächlich nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass sie jetzt hier irgendwo auftaucht. In irgendeinem Kampf. Das ist einfach nichts, ne Leute, das ist nichts für das, was man braucht. Weil, habe ich die Motte nicht bekommen? Doch, da ist eine Motte. Da laufe ich jetzt mal hin. Dann können wir eigentlich von dort aus direkt weitergehen. Dann habe ich, meine ich, auch alles hier rausgeholt. Das ist mir halt noch aufgefallen, wo ich hier lang gelaufen habe, um ein bisschen zu trainieren, dass ich die gar nicht mir geholt habe. Und du bist beeindruckt? Jawohl, Riesenmutte. Komm in mein Team. Rang B. Giant! Ja, okay. Nehmen wir dich Giant. Ab in den Zwinger.